Was tun, wenn man in einer Gemeinde am Land lebt und kein Auto hat? Für größere Einkäufe, den Weg zum Arzt oder einen Besuch bei Freunden müssen viele dann andere Leute ersuchen, sie dorthin zu bringen. Nicht so in Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg. Seit genau einem Jahr gibt es dort das Ernstimobil, denn der Ort mit seinen 14 Katastralgemeinden ist weit verstreut. Um maximal 2,50 Euro bringt einen nun Ernsti von A nach B. Wie dieses Angebot in Ernstbrunn angenommen wird, hat sich Birgit Schäfer angeschaut. Bitte, hier spricht Frau Schmutz-Dörfles. Könnten Sie so lieb sein und uns abholen? Ein Anruf genügt und kurze Zeit später fährt das Ernsti-Mobil vor der Haustür vor. Vor allem Arzttermine und Einkäufe sind damit nicht mehr an ein eigenes Auto gebunden oder an Verwandte, die den Chauffeur spielen müssen. Wir nutzen das, wenn ein schlechtes Wetter ist und so. Weil ich nicht fahren kann und weil die Kinder keine Zeit in der Arbeit sind, fahren wir halt mit dem kleinen Bus. Ja, der Vorteil für die Fahrgäste ist natürlich, dass man es daheim anholt beim Einkaufen, eben wenn es dem Bus unbedingt auch üblich ist. Und auch wieder daheim beim Ausladen hilft. Und da ist ja natürlich die Bevölkerungsschichte, was halt nicht so mehr bei Fuß ist, viel geholfen. Auch Senioren, die für die täglichen Besorgungen noch selbst hinterm Steuer sitzen, zahlen gerne einmal die 2,50 Euro für den Ernstibus. Wenn größere Veranstaltungen sind, nehmen wir einen Ernstibus in Anspruch. Und entweder tun wir den da vorher bestellen oder eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher. Und dann wird das ausgemacht, wenn er uns dann wieder retour holt. Einmalig super. Die eher dürftigen öffentlichen Verbindungen zwischen den 14 Katastralgemeinden werden mit dem Ernstimobil also wieder wettgemacht. Es gibt eigentlich bei uns nur den Schülerverkehr und ein paar Linien. Das heißt, die Bürger in den Katastralgemeinden haben während des Tages eigentlich fast keine Möglichkeit, quasi zum Arzt, zu Apotheken oder im Friedhof, Gemeindebücherei, Einkauf, wie auch immer. Er ist rein am Schülerverkehr angewiesen, das heißt in die Ferien überhaupt fast keinen Verkehr. Und genau das war quasi der Kern, wo man gesagt hat, wir müssen quasi was schaffen. Und man hat es offensichtlich geschafft. In einem Jahr haben die mehr als 50 freiwilligen Lenker knapp 2000 Fahrten hinter sich gebracht. Die Testphase ist also erfolgreich überstanden. Jetzt ist es Zeit für neue Pläne. Was man möglicherweise unsere Musikschule, wir haben über 100 Musikschüler in der Mittelschule Ernstbrunn quasi situiert, die was quasi, sage ich mal, außerhalb der Schülerverkehrszeiten quasi Unterrichtsende haben, ob man diese Zielgruppe mit aufnimmt. Außerdem hofft man, dass das Ernstimobil schon bald über Gemeindegrenzen hinweg düst.